Herzlich willkommen allen Dichtern und Denkern zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und zwar heute mit einem literarischen Quartett aus dem Blue Ocean Verlag. Die aktuellen Zeitschriften, da gucken wir mal wieder einen Blick rein. Wir haben Mitte November und da kriegt man zum Beispiel von Ninjago den Samurai X. Wir bekommen bei Friends was, um die Möglichkeit zu haben, in die Sterne zu gucken und kleinen Roboter in... das gucken wir uns gleich mal an. Dann haben wir einen ganz frisch reingekommenen Star Destroyer. Der ist jetzt gerade erst in den Zeitschriftenhalle gekommen mit der Star Wars Edition. Und dann haben wir noch einen motorisierten Schlitten hier mit Minifigur bei City. Da wird es also eher frostig. Und dankenswerterweise wurden übrigens wieder drei Magazine vom Blue Ocean Verlag für diese Rezension zur Verfügung gestellt. Eins, das City Magazin, habe ich mir selber gekauft. Jo. Und jetzt muss erstmal gebastelt werden. Bis gleich. Und aufmerksame Zuschauer haben es vielleicht bemerkt, das Nexonites Magazin fehlt. Das liegt nicht daran, dass es tatsächlich schon eingestellt sei. Da gibt es zwar Gerüchte, aber nö, bisher gibt es das weiterhin. Nur habe ich es nicht, nämlich die Macy, die fehlt mir sozusagen mit ihrer Donnerkeule. Das ist das Magazin, was man zurzeit auch noch im Zeitschriftenhandel erwerben kann. 10 Minuten später, so ähnlich zumindest, also einige Minuten später habe ich dann doch die Sachen alle zusammengebaut und wir starten am besten gleich mit dem absoluten Highlight aus den Magazinen und das ist nämlich diesmal nicht City, City ist nur auf Platz 2, auf Platz 1 ist meines Erachtens diesmal Star Wars und zwar mit dem Star Destroyer und der besteht nämlich, und das steht hier nämlich auch irgendwo, aus relativ vielen großen Teilen. 35 sind es nämlich. Hier sehen wir sie. Und wir sehen auch tatsächlich, das gute Teil hier ist ein echter, naja gut, also ein wirklich vernünftiger Star Destroyer. Ich finde ihn ziemlich cool. Natürlich sehr in Grau gehalten, aber wir haben hier oben sogar mehr oder weniger das Cockpit, hätte ich beinahe gesagt, nicht? Also da, wo die Kommandoleute sitzen. Und wir haben hinten sogar ein bisschen Blau, da, wo der Antrieb sitzt. Wir können hier sogar die Flügel leicht verstellen. Also ich finde den ziemlich, also für 35 Teile und für das, was hier in solchen Magazinen normalerweise drin ist, eigentlich erstaunlich beeindruckend. Also, nö. Ja, natürlich, jetzt der echte ist irgendwie noch cooler, aber... Das hat was, definitiv. Dann gucken wir noch mal kurz ins Magazin. Es gibt hier noch eine Sonder... Ja, das ist ja immer jetzt die Sonderkarte, die es nur hier gibt. Da steht es ja auch nur hier, die Nummer 15 mit Kylo Ren. Und ansonsten hat man natürlich ein Magazin mit bisschen Werbung, bisschen Comic, bisschen Rätsel. Da sehen wir auch den Millennium Falcon in der Schlacht, ja, so wie man das im Prinzip kennt. Das Spannende ist wahrscheinlich dann gleich wieder am Ende. Da haben wir noch ein bisschen Rätsel als Poster. Okay, können wir Star Wars hinhängen oder auch den Kessel. Ja, okay, den Kessel Run. Da sehen wir noch Werbung und. Da wird er übrigens gebaut. Da sehen wir nochmal die Anleitung. Das sind immerhin zwei Seiten. Ja, und dann noch ein bisschen Comic. Und am Ende eben die Vorschau aufs nächste Magazin. Und da sehen wir, mal wieder eine Minifigur. Haben wir bei Star Wars ja auch nicht jedes Mal. Luke Skywalker mit Lichtschwert gibt es. Und zwar, ja, das ist wahrscheinlich schon so um Weihnachten dann im Zeitschriftenhandel. Ansonsten offiziell am 27. Dezember, wie wir hier sehen. Gut, ne, was weiß es. Kommt das Christkind in Weiß diesmal und bringt ein Lichtschwert. Wie schön und romantisch. Gut, also, das ist für mich eigentlich diesmal das Highlight. Übrigens, die Zeitschriften alle kosten 3,99 €. Das zweite Highlight ist das City Magazin. Und da hat man ja jetzt inzwischen, ja, es ist mal so ein bisschen auf den Dreh gekommen, dass man Beilagen macht, die auch zu den aktuellen Sets passen. Das ist eben ja zurzeit die Arctic-Serie. Und wie schön, dass wir eben hier ein Schneemobil haben, die Minifigur und was dazu. Wir haben noch, ja, mal wieder ein Päckchen Karten aus der Star Wars-Serie. Da können wir ja erstmal reingucken. Das scheint ja einen Markt dafür zu geben, sich anzugucken, was man so an Zufallskarten hat. Das ist zwar besonders beliebt eigentlich bei FIFA, aber wir machen das jetzt hier auch mal. Das kostet ja nichts zusätzlich. Und da haben wir wieder Kylo Ren. Mensch, da können wir ja gleich mal hier vergleichen. Den Sonder-Kylo Ren gegen den... Oh, der glitzert aber mehr, der normale hier. Naja, obwohl, nee, glitzern beide. Beide wirken so, als wenn sie gerade von Ilja Richter in Disco angesagt wurden. Dann haben wir hier Anakin versus Count Dooku. Und dann ein Lichtschwertduell. Ja, gut, die beiden Herren kennen wir natürlich auch. Dann haben wir Commander Cody. Und das Team Eine neue Hoffnung. Ja, das Dream Team hier wieder, nicht? Die drei von der Tankstelle, beziehungsweise vom Millennium Falcon. Das war es auch schon wieder bei mir, aber immerhin ein Glitzerbild dabei. Aber wir wollen uns doch vor allem das City Magazin nicht angucken nur, sondern hier sehen wir hier nämlich das Schneemobil mit auch richtig Zubehör. Also
Den hätte ich mir sonst auch so als, das ist im Prinzip eigentlich so ein 4,99 € Set. Naja, fast, aber doch, kommt eigentlich ganz gut ran. Also hier haben wir noch dann auch hier diese kleine Säge, diesen Winkelschleifer oder was das ist. Dann haben wir noch hier so ein Lautsprecher bzw. ein Funkgerät. Ja, nö, also das Ding bewegt sich hier vorne auch, die Schlittendinger. Und das ist ja eben nicht alles, sondern es gibt noch, ja, ein Knochen im Eis oder was soll das sein hier? So sieht es zumindest aus. Irgendwie eisiger Knochen. Und eine Minifigur, die ich übrigens auch ganz cool finde. Also das ist eine typische Arktik-Figur mit einer richtig schönen, wie man hier sieht, finde ich, schönen Pudelmütze, die sich hier hinten so ein bisschen kräuselt. Ist cool gestaltet. Also die hat zwar nur ein Gesicht, aber dafür eins mit Brille. Cool. Also finde ich auch cool. Also es kommt ganz knapp hinter dem Star Destroyer. Dann gucken wir auch nochmal ins Magazin. Hier sind es übrigens auch 39 Teile, aber etwas kleinere. Aber dafür Minifigur eben dabei. Hier ist das Design, hat sich ein bisschen verändert. Hier kommt die Werbung mal ganz am Anfang. Und das Inhaltsverzeichnis ist mal ein bisschen übersichtlicher, beziehungsweise ein bisschen mehr comichafter. Ja, ansonsten natürlich ein Comic, das sich auch mit den Beilagen beschäftigt, aber auch mit denen, die man dazu kaufen kann. Ja, man ahnt, was das Prinzip dahinter sein könnte. Werbung und viel Comic, ja, und Rätsel eben, ne? Also auch hier wieder, ja, einmal kurz einen Blick aufs Poster. Okay, da wird aber wild hier die Säge geschwungen. Da guckt unser Mammut schon ein bisschen ängstlich, obwohl das wahrscheinlich befreit werden soll. Und ja, da ist ein wildes Rennen unserer Schneemobile. Ja, gut. Das Set übrigens mit Mammut ist, glaube ich, jetzt beim Black Friday, habe ich gesehen, mit bei 30% Angebot. Weiß noch nicht, ob ich da zuschlage. Das ist nämlich, wo haben wir es denn? Hier vorne war es doch sicherlich dabei. Eins von denen, nö, haben sie hier nicht. Na egal. Gut, es gibt noch Wissenswertes über Tiere, oder was war das? Na egal. Wir schauen mal, was gibt es beim nächsten Mal. Da geht es in die Luft. Da sehen wir es. Also ein Polizist, der fliegt. Das sieht aber irgendwie komisch aus, finde ich. Naja, gut, Mini-Jet. Boah, da ist die Minifigur ja größer als ein Jet. Naja, gut, 27 Teile, aber der Polizist ist dabei. Am 29. Dezember gibt es dann dieses Heft. Und es gibt Gerüchte, dass vielleicht, und ich glaube, die sind sogar schon halbwegs bestätigt, das City-Magazin dann wohl auch im nächsten Jahr monatlich kommt. Ich würde es nicht nur ihm gönnen, sondern auch mir, weil ich die City-Dinger eigentlich immer ganz cool finde. Also, das passt auch zu den anderen Sets eben. Dagegen kann diesmal einfach Ninja Go nicht so richtig anstinken. Da haben wir zwar eine Minifigur und ein Tütchen und überraschenderweise eins von dem Ninja Go Kartenspiel. Das fand ich jetzt überraschend, weil ansonsten jetzt ja immer wegen der großen Werbung das Star Wars, die Star Wars Karten dabei sind. Aber hier versucht man es jetzt nochmal wieder mit dem anderen Set. So, und da hole ich mal raus. Gibt sogar eine kleine Anleitung dabei. Was haben wir hier? Das ist der coole Cole. Ja, dann haben wir Versteckspiel Hutchins, okay. Okay, was ist das hier? Eine Aktionskarte. Ja, siehst du, das ist ja auch das Coole eigentlich bei dem Ninja-Go-Spiel. Da kann man ja auch wirklich richtig mitspielen. Bei dem Star-Wars-Ding, ja, geht so ein bisschen, aber auch nicht mit allen Karten. Na gut, irgendwas ist ja immer, nicht? Zane's Bike haben wir hier. Und dann Mega-Duell High Monster General Nummer 1. Ja, sind das nicht die, die immer dann in die Luft geflogen sind? Na egal. So, aber wir gucken uns eher mal das Heft noch nicht an. Nein, wir gucken uns erst Samurai X an. Das ist nämlich die Dame hier. Da sehen wir schon, als Samurai, cool gemacht. Also die Minifigur ist auch nett. Also auch hier mit diesem guten Teil, das einem ja Schläge abhalten soll. Dann ein sehr lang gewordenes Schwert. Und dann dieses Geweih noch auf dem Kopf. Wir können mal gucken, wie es unter dem Kopf aussieht. Da, ja, einmal bunt und einmal grün. Ja, ich glaube, das ist eher Angriffsmodus und das ist wahrscheinlich fröhlich. Nämlich dann, wenn die Gute sich mit Zane mal so, also irgendwie irgendwo trifft, im Darknet oder so, keine Ahnung. Das ist nämlich die Pixel, glaube ich, heißt sie. Soweit habe ich noch gar nicht geguckt, aber Pixel, genau. Das, ja, habe ich jetzt lernen dürfen, dass sie sich also scheinbar ein bisschen verändert hat. Ein bisschen Werbung auch wieder für Ninjago-Sets. Ein bisschen, ja, News nennen sie das jetzt hier. Ja, man ahnt, was drin ist, Comics und so weiter. Wir gucken uns das Poster einmal an. Den roten Drachen haben wir da hier. Und ja, Pixel auch als Ganzkörper-Starschnitt hier. Den Samurai X. Okay, so viel Zeit muss sein. Und zwar, ach so, vorne wollte ich noch eine Sache zeigen. Die war, glaube ich, ganz witzig. Oder ganz interessant. Wo habe ich das denn gesehen? Die Werbung hier, genau.
Dieses Buch hier wird erscheinen oder erscheint schon. Abenteuer selbst gebaut, Ninjago. Wir sehen hier, gut, die sitzen da, ist auch irgendwie witzig, die sitzen einfach auf dem Sofa und haben was zu trinken dabei. Und es ist wohl ein Buch mit coolen Bauideen, Poster, Lesezeichen, was auch immer. Also, ja, gibt da also ein Buch jetzt, was da noch da rausgekommen ist. Lass mich raten, ist es auch Blue Ocean Verlag? Nee, DK. Okay, nee, DK. Das ist ja auch so Haus- und Hof-Verlag, wo eigentlich die Lego-offiziellen Bücher dann erscheinen. Und jetzt, wie gesagt, Blick in die Zukunft. 27. November ist ja nicht mehr so lang hin. Da gibt es Nitro als Extra. Ja, der Herr kann also einem anscheinend nach mit seinem Jetpack-Fackpack ein wenig abheben. Ist hoffentlich auch ein Herr. Ja, doch, sieht aber so aus. Gut, und als letztes sozusagen eher für die Romantik-Ecke wird es bei Friends jetzt romantisch. Wir gehen in die Sterne. Wir haben sogar einen Stern noch dabei, den wir zusätzlich packen können. Gibt es hier so ein Brett, ne, für den Unterricht, wo man zeigt, guck mal hier, da nicht. Drei Sterne im Rechteck. Hätte ich beinahe gesagt, nee, der Rechteck bräuchten wir dann den vierten. Im Dreieck, ja, hast du was gelernt. Ne? Kannst dir was wünschen. Zumindest wenn du, pass auf, jetzt kann sich jeder was wünschen. So, und dann haben wir noch ein schönes Fernglas, wie ich finde. Ich finde, sowas fehlt so ein bisschen weiterhin bei City. Also so ein richtiges Planetarium oder so eine Sternwarte bei City, die nicht ganz so bunt ist, hätte ich gerne. Nur mal so, als, also wenn das hier jemand hört, gern als Wunsch. Da holt mir das Ding schon ab. Und wir haben noch einen kleinen Roboter mit pinken Armen, zumindest pinken Gelenken. Ja, hat was irgendwie, wenn man auf Pink steht, genau. Jo, also, und dann noch kurz zum Abschluss der Blick in die Zeitschrift. Da ist Friends, man ahnt es auch hier, was er kommen dürfte. Werbung. Ist das nicht Hey Moritz hier? Ja, stimmt. Mensch, der wird jetzt hier auch schon Fernsehstar. Na gut, ja, die Jugend von heute, ne, die hat so viele Möglichkeiten. Da wird gebaut, und da sehen wir auch nochmal, was ich da gerade eben gezeigt habe. Ein bisschen Comic, und wir gucken mal, ach, da ist die Sternwarte. Die Sterne. Sie stehen günstig. So, dann haben wir hier noch, ja gut, ist jetzt nicht jedermanns Sache, das sich vielleicht irgendwo hinzuhängen. Wir gucken vielleicht, ach, hier darf man auch mal ausmalen. Und das bei dem Friends-Magazin finde ich immer noch ganz nett. Da ist noch ein bisschen Basteln-Sachen auch dabei. Und am Ende geht's, ach, da wird es ja weihnachtlich. Ja, passt ja auch, 27. November. Aber sie bleiben sich sozusagen ihrer Weihnachtstradition in diesem Jahr treu. Keine Minifigur. Aber dafür, der Hund ist ja, also der macht ja sowas von Männchen hier. Da zerschmilzt man ja, also, naja, okay. Der sitzt auf dem Schlitten, es gibt ein Geschenk und einen Weihnachtsbaum. Jo. Gut, am 27. November, da wird es dann also auch dort weihnachtlich. Gut, dann war es das, glaube ich. Mehr haben wir nicht. Achso, die Set übrigens, glaube ich, ist auch bei Black Friday. Dann mit bei diesen 30%-Dingern. Genau. Jo, mehr habe ich nicht. Damit sind wir durch. Natürlich, bei Friends gibt es keine Karten. Das ist auch Tradition. Also, Star Wars ist geil. City ist geil, Ninjago ist okay und Friends ist auch okay. Meine Meinung. Das war's für heute. Vielen Dank für die Rezensionsexemplare. Vielen Dank für meinen Zeitschriftenhändler, dass er mir 3,99 dafür abgenommen hat. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und tschüss.